Kurznachrichten. Polen hat insgesamt 449 Ehrenmale für sowjetische Soldaten entfernt. Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Russlands Präsident Wladimir Putin vor jeglichen Versuchen gewarnt, nach Russlands Territorium zu trachten. Diejenigen, die derartige Pläne hegen, würden sehr hart bestraft werden. Originalton: werden ihnen die Zähne ausschlagen. Als Kommentar: die polnischen Denkmäler waren ja sicherlich antifaschistisch. Wo stehen wir heute? Freitag, der 21. Mai 2021. Im Atomstreit mit den USA steht nach Ansicht des iranischen Präsidenten Rouhani eine Einigung kurz bevor. Israel und die Hamas haben einen Waffenstillstand vereinbart. Dieser hält auch. Die Klimabewegung Fridays for Future hat in dem internationalen Twitter-Account einen Beitrag veröffentlicht, der von vielen als Solidarisierung mit den Raketenangriffen auf Israel verstanden wurde. Kritiker haben den Posting als antisemitisch verurteilt. Der deutsche Ableger der Organisation hat sich seinerseits von dem Aufruf distanziert. Das Weiße Haus gesteht ein, dass die Gaspipeline Nord Stream 2 kaum zu stoppen ist. Mit dem Abzug der US- und NATO-Truppen aus Afghanistan melden sich die Taliban zunehmend zurück. Am Donnerstag hat die islamistische Bewegung einen weiteren Bezirk am Hindukusch unter ihre Kontrolle gestellt. Die grüne Kanzlerkandidatin Baerbock hat erst im März dem Bundestag Sonderzahlungen von mehr als 25.000 Euro für die Jahre 2018 bis 2020 nachgemeldet. Dies sei versehentlich nicht früher erfolgt. Bei so kleinen Summen kann man schon mal was übersehen. Auch Ex-Parteichef Cem Özdemir hat dem Bundestag Sonderzahlungen nachgemeldet. Man merkt, die Grünen sind wirklich reif für das Kanzleramt. Von einem Geheimversteck mit außerirdischen und fliegenden Untertassen weiß der ehemalige US-Präsident Obama nichts. Das hat er laut CNN halb trocken, halb scherzhaft in einer Talkshow erklärt. Aber Originalton: es existieren Aufnahmen und Aufzeichnungen von Objekten im Himmel, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind. Wir können weder ihre Bewegungen noch ihre Flugbahn erklären. Sie hatten kein einfaches Schema. Zu Corona: die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus ist erneut zurückgegangen. 8.769 Fälle für Deutschland, 7-Tage-Inzidenz 67.3. Die EU-Länder und das EU-Parlament haben sich auf ein Covid-19-Zertifikat geeinigt. Kraftstoffe sollen klima- und umweltfreundlicher werden. Der Bundestag beschloss in der Nacht das Gesetz zur Treibhausgasminderungsquote. Das Wetter ist heute zunächst im Norden unruhig. Schauer, einzelne Gewitter, windig und stürmisch. Das breitet sich in den kommenden Tagen auf ganz Deutschland aus. Alternative Music.